Tief in der Karibik. Die Insel Mealy Island. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Wir zocken heute The Secret of Monkey Island. Das muss ich übrigens wirklich immer so betonen. Und ja, es wurde sich von euch im Voting gewünscht. Und ich habe es mir gewünscht und dachte mir so, hey, ihr wünscht es euch, ich wünsche es mir. Dann zocken wir es doch einfach mal noch, ne? Jo, was kann ich zu The Secret of Monkey Island sagen? Ja, wir zocken selbstverständlich die Originalversion von 1990, also quasi noch vor meiner Zeit. Und dennoch bin ich mit diesem Spiel aufgewachsen, denn ich habe es so häufig selber gespielt. Ich habe es so häufig bei meinen Geschwistern gesehen. Und ja, ich kenne nahezu jeden Dialog in diesem Spiel auswendig. Na gut, vielleicht nicht ganz übertrieben, aber ich kenne noch doch so ziemlich alles noch im Spiel. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir die Karibik unsicher machen mit unseren heldenhaften Helden Guybrush Threepwood. Ein epischer Name, ich weiß. So, und da kommt der gute Mann auch um die Ecke gestiefelt. Allein wie er aussieht. Hallo, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich will Pirat werden. Huch, schleicht dich doch an, nicht so an mich ran. Ich bin hier drüben. Ah, nun Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Achso, also du willst Pirat werden, wie? Siehst aber eher wie ein Buchhalter aus. Aber wenn ich mir das Piraterie wirklich ernst gemeint war, sprich mit den Anführern. Nun findest du sie unten in der Scumbar. Nee, danke. Das werde ich gleich tun. Und auf Wiedersehen. Ich gehe und suche mein Glück. Oh Gott, ich muss ihm eine andere Stimme geben. Viel Glück. Wo sind nochmal diese Piratenanführer? In der Scumbar. Genau, danke. Teil 1. Die drei Prüfungen. Episch. So, und da kommt der gute Mann auch den Hügel runtergestapft. Und geht hier einfach mal schnurstracks zu den Docks. Und wir können ihn jetzt auch endlich steuern. Ja, jetzt können wir so sagen, ja, Guybrush, geh mal hier hin oder geh mal hier hin. Also wir können ihn jetzt überall hin steuern, außer hier aufs Wasser. Warum geht das nicht? Ganz einfach, Guybrush ist nicht Jesus. So, jetzt können wir einfach mal hier rüber gehen. Jetzt können wir uns einfach mal hier auch durch diesen Optionen hier mal kurz mit diesem Plakat interagieren. Gucken wir uns das doch mal an. Wählen Sie Gouverneurin Marley. Es gibt nur einen Kandidaten, also fällt die Wahl nicht schwer. Warum wird da eigentlich eine Wahl abgehalten? Ich weiß nicht. Ich glaube einfach nur so just for fun. So, kann ich das irgendwie mitnehmen oder so? Nimm das Plakat. Nee, das kann ich nicht mitnehmen. Schade. Hätte ich gern mitgenommen. So, allerdings kann man das auch folgendermaßen machen, dass sich hier mit den ganzen Gegenständen interagieren. Wir klicken jetzt einfach rechtsklick auf das Plakat. Wählen Sie die Gouverneurin Marley. Ja, gut, das kennen wir nun schon. Ja, Guybrush. Leider kann man das hier noch nicht überspringen, die Gespräche. Aber man kann sie schneller und langsamer stellen. Das ist doch auch schon mal was. So, hier drüben haben wir die Scumbar und in der sollen ja auch diese schrecklich wichtigen Piraten sein. Na gut, dann öffnen wir doch einfach mal die Tür, gehen hinein und schließen die Tür wieder hinter uns zu. Ah, eine richtige Piratenkneipe. So, dann reden wir doch einfach mal. Bist du ein schrecklich wichtiger Pirat? Ahoi, Fremder. Neu in der Stadt? Jetzt können wir uns eine der Gesprächsoptionen aussuchen. Sind Sie ein Pirat? Darf ich in Ihre Crew? Ja, klar. Okay, das klingt doch super. Sind Sie ein Pirat? Darf ich in Ihre Crew? Nun, ich bin zwar Pirat, aber leider kein Kapitän. Du solltest mit den schrecklich wichtigen Piraten im nächsten Zimmer reden.
Auf die hören die meisten hier. Die sagen dir, wohin du gehen sollst und was du tun musst. Okay. Mein Name ist Guybrush Threepwood, bin neu hier. Guybrush Threepwood? Das ist ja wohl der bescheuerste Name, den ich je gehört habe. Ja, ziemlich dummer Name, wie? Ich muss dazu sagen, wenn ich mich richtig erinnere, war das so, dass der Held, als das Spiel erschaffen wurde, noch keinen richtigen Namen hatte, aber die Datei für seine Grafik, die hieß tatsächlich Guybrush. Oder so in der Art. Und danach wurde Guybrush halt dann tatsächlich benannt. Ich weiß nicht, ich mag Guybrush irgendwie. Nun, und wie heißt du? Mein Name ist Mancop Siebgut. Naja, ist ja auch nicht viel besser. So. Wofür bin ich die Gouverneurin? Gouverneurin Marley? Ihr Haus liegt auf der anderen Seite der Stadt. Aber Piraten sind nicht mehr so willkommen wie vor ein paar Jahren. Ja, warum denn nicht? Nun, das letzte Mal, als ein Pirat sie besuchte, hat er sich in sie verliebt. Dadurch wurden die Verhältnisse hier unnötig kompliziert. Ja, wie denn das? Das interessiert mich jetzt aber auch. Nun, da gibt es eine lange Geschichte. Aber ich glaube, kein Wort davon. Esteban da drüben am anderen Tisch könnte dir mehr erzählen. Er nimmt die ganze Geschichte ernst. Sehr ernst. Hoppla, ich glaube, mein Grog geht zur Neige, also entschuldige mich bitte. War nett mit dir zu plaudern. Viel Spaß auf Mealy Island, Trademark. Yo, ein freundlicher Piratengeselle und so einfach macht man sich Freunde. Und ich will mal sagen, wir gehen einfach mal zum nächsten Piraten und befreunden sich uns auch mit dem an. Hey, was willst du von mir? Ich würde mich gerne vorstellen. Ich heiße Guybrush. Ja, na und? Wo kriege ich hier einen Drink? Ein Drink? Du könntest warten, bis der Koch vorbeikommt. Aber das könnte den ganzen Tag dauern. Such dir einen Krug und schleich dich in die Küche. Das machen ja alle so. Entschuldige, aber ich suche das Dartbrett. Dartbrett? Das haben wir nicht mehr. Es gab einen schrecklichen Unfall. Trinken und Pfeile gehören nicht zusammen. Ja, was mit dem Auge passiert? Okay, das ist jetzt wirklich eine sehr interessante Geschichte. Also pass mal auf, was mit ihrem Auge passiert? Nun, ich habe mir gerade eine Kontaktlinse eingesetzt als... Hey, warte mal eine Sekunde. Das geht dich rein gar nichts an. Okay, aber eins will ich noch wissen, mein Minion. Wer ist dieser Pirat, der die Gouverneurin belästigt? LeChuck! Das ist der Kerl, der die Gouverneurin zum Abendessen besuchte und nie wieder gehen wollte. Er hat sich total verknallt, aber sie meinte nur, er solle tot umfallen. Das hat er dann auch getan. Danach wurde das Ganze ziemlich ungemütlich. Was ist denn so fürchterlich an diesem LeChuck? Was wurde ungemütlich? Wie kam er um? Klingt gruselig. Nun, ich muss weiter. nee, natürlich. Was ist denn so fürchterlich an diesem LeChuck? LeChuck war ein grausamer Pirat. Er versuchte die Gouverneurin zu beeindrucken, indem er lossegelte, das Geheimnis von Monkey Island Trademark zu finden. Aber dann kam ein Sturm,
versenkt er sein Schiff und ließ keine Überlebenden zurück. Alle dachten, das sei das Ende des schrecklichen LeChuck gewesen. Aber wir hatten Unrecht. Was passiert? Was ist dann, was ist das Geheimnis von Magie? Tolle Geschichte, einfach so mitten in der Geschichte, einfach so tolle Geschichte. Nun, wir sehen uns. Was ist dann passiert? Er segelt immer noch in diesen Gewässern, in den Gewässern dieser Gegend. Sein Geisterschiff terrorisiert die See. Deswegen sitzen wir alle hier und nicht auf unseren Schiffen. Hör mal, diese ganze LeChuck-Geschichte hat mich ziemlich mitgenommen. Wenn es ihr also nichts ausmacht. Okay, dann lassen wir den guten Mann auch in Ruhe. Und wir reden einfach mal mit dem Nächsten. Ahoi. Ahoi dich selbst. Ahoi. Netter Hut. Ahoi. So, okay, dann erzähl mal etwas über Loom. So, ich muss einmal kurz, muss mal hier gerade was einwerfen. Der gute Mann, den wir hier sehen, das ist Cobb. Ein Charakter aus einem anderen Point-and-Click-Adventure. Aus Loom, um genau zu sein. Und der gute Mann macht hier einfach mal knallhart ein bisschen Werbung für das Spiel. So, dann fragen wir ihn nochmal. Dann quetschen wir mal haarklein genau über Loom aus. Okay. Okay, dann erzähl mal was über Loom. Du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählkunst Lucasfilms Trademark Brian Moriarty Trademark? Ein unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzerführung. Verblüffenden 3D-Grafiken. Klassischer Musik und Soundeffekten. Nichts vergessen, die detaillierte Animation und die Spezialeffekte. Sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Schnell, bevor dir jemand zuvorkommt. Kauf dir Loom Trademark noch heute. Das war jetzt aber wirklich genug. Entschuldige, bei manchen Themen geht es mit mir durch. Wann hat mit dir zu plaudern? Ahoi. Ja, der gute Cobb hat einfach mal ein bisschen Werbung für Loom gemacht und den lassen einfach mal auch so mal ein bisschen hier so rumsitzen. Und wisst ihr, was lustig ist, Leute? Wir können sogar mit dem Hund reden. So. Wuff? Wuff? Arf, wuff? Wuff, wuff, arf, wuff? Warf, Media Island Trademark? Arf, wuff? LeChuck! Wuff, LeChuck? Warf, wuff, wuff, arf, wuff? Warf, wuff? Ruff, arf, arf, barf? Gouverneur Marley. Au! Au! Ruff, ruff, ruff. Barf, ruff, ruff. Arf. LeChuck. Arf, ruff. Monkey Island Trademark. Okay, das war ein sehr informatives Gespräch und ich wette, mindestens so informativ wird das Gespräch mit diesen drei netten Herren hier sein. Reden wir doch auch nochmal gerade schnell mit denen. Okay, jetzt brauche ich für ihn eine gute Stimme. Okay. Du kriegst die Pseudo Bud Spencer Stimme, du kriegst die Pseudo Terence Hills Stimme und du kriegst die Stimme meiner ehemaligen Deutschlehrerin. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut verteilt so. Du sollst mit ihm reden, Guybrush. Was willst du, Bursche? Ich werde euch alle töten! Ja, geilste Bewerbungsgespräch ever. Hau ab, Bursche, du störst. Geilste Bewerbungsgespräch ever. Ich gehe rein und sage dem Chef, ich werde euch alle töten! Ja, okay, dann reden wir nochmal mit dem. Was willst du, Bursche? Ja, dann sagen wir einfach mal, ich will Feuerwehrmann werden. Yeah! Hau ab, Bursche, du störst. Oh. Aber ich will doch Feuerwehrmann werden.
Was willst du, Bursche? Feuerwehrmann werden. Ich will Feuerwehrmann. Okay, dann werden wir halt Pirat. Ich will Pirat werden. Na und? Noch uns damit belästigen. Hey, vergiss nicht. Wegen dieser LeChuck-Geschichte können wir etwas Hilfe gebrauchen. Wieso? Keine Piraten bedeutet keine Beute. Keine Beute bedeutet kein Grog. Und der Grog geht uns langsam aus. Hast du irgendwelche Fähigkeiten? Ich kann 10 Minuten lang die Luft anhalten. Nun, na gut, aber man wird nicht einfach Pirat, wenn man danach fragt. Du musst durch. Die 3 Prüfungen. Was sind das für Prüfungen? Es gibt 3 Dinge, die jeder Pirat beherrschen muss. Du musst lernen zu fechten. Die Kunst des Diebstahls anwenden. Und dich auf die Suche begeben. Die was? Schatzsuche, alter Dummkopf. Jetzt hab ich ihm die falsche Stimme gegeben, egal. Richtig. Du musst dich in jedem der Fachgebiete beweisen. Fechtkampf, Diebstahl und Schatzsuche. Und komm jeweils mit einem Beweisstück zu uns. Und mit jeweils einem Beweisstück zu uns kommen. So. Und dann musst du mit uns Grog trinken. Grog, Grog, Grog. Okay, dann erzähl mir mal ein bisschen was über die Fechterei. Zuerst brauchst du ein Schwert. Dann musst du den Schwertmeister finden und besiegen. Jemand in der Stadt wird den Weg zeigen können. Oh, du solltest vielleicht vorher mit jemandem trainieren. Stell dir vor, ohne Training gegen den Schwertmeister anzutreten. ja, dann erzähl mir noch ein bisschen was über die Kunst des Diebstahls. Wir hätten gerne, dass du uns eine Kleinigkeit beschaffst. Das Idol der vielen Hände. Das im Sitze des Gouverneurs versteckt ist. Und die Gouverneurin hat das Idol der vielen Hände in einem Schaukasten in ihrem Landsitz. Natürlich musst du zuvor den Wachen vorbei. Am kniffligsten ist es wohl, die Hunde draußen zu überlisten. Die sind ziemlich bissig. Vielleicht kannst du sie irgendwie betäuben. Ja, dann erzähl mir noch ein bisschen was über die Schatzsuche. Die Legenden sagen, dass ein Schatz auf dieser Insel vergraben ist. Du musst lediglich den verlorenen Schatz von Melee Island Trademark finden und hierher bringen. Brauche ich dazu eine Karte oder sowas? Du wirst doch wohl nicht annehmen, den Schatz einfach so zu finden, oder? Denk doch mal nach, Junge. Ach. Und nicht vergessen, ein X markiert die Stelle. Das klang jetzt ein bisschen wie Alf. Ich lach mich tot. So. Ihr seid übel riechende, grockgurgelnde Schweine, ihr. Um ein echter Pirat zu werden, muss man ein übel riechendes, grockgurgelndes Schwein sein. Okay. Was ist überhaupt in diesem Grog drin? Unser Grog ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Kerosin. Propylenglykol. Künstliche Süßstoffe. Schwefelsäure. Rum. Aceton. Rote Farbe. Scum. Schmierfett. Batteriesäure. Und oder Peperonis. Wie man sich denken kann, ist es eine der ätzendsten Substanzen in der Menschheit. Dieses Zeug frisst sich sogar durch diese Krüge und der Koch verliert ein Vermögen.
Ordnung. So, ich gehe dann mal wieder. Lass uns mit unserem Grog allein. Schau später nochmal rein und erzähl uns, wie es läuft. Ja, allerdings würde ich mal vorschlagen, dass wir das in der nächsten Folge machen. Ja, ich hoffe, euch gefällt das Spiel und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Secret of Monkey Island. Ja, und ich hoffe, dass es noch das nächste Mal so lustig weitergeht wie dieses Mal. Kleiner Spoiler, es wird so lustig weitergehen. So. Darum würde ich sagen, ciao Leute, das war's wieder mal für heute. Bis zum nächsten Mal, Troy Martin. Tschüss, ihr Geister-Scanners, bis dahin.